Moin! Willkommen zurück zu Minecraft. Nun gegen Mario, Jack und Kevin. Hi. Hi. Guten Tag. Du musst das ein bisschen mehr betonen, das heißt dann Minecraft. Nun! Aber dann sagen wir einige, du bist mir zu kindisch, Kai. Ja, so, ich fange an, mich zu bewegen. Ich denke mal, es geht los. Ich bin ja, natürlich geht's los. Ich bin hier in dieser sexy Höhle gestoppt. Ich hoffe, ich finde jetzt Diamanten. Wetten, ich finde diesen Part Diamanten? Wenn nicht. Ich hoffe mal nicht. Gebe ich einen Sixer aus, das nächste Mal, wenn wir uns vier zufällig treffen sollten in nächster oh, Zeit. Oh, geil. Dann hoffe ich das sein, auch. Und das wird das wohl sein. Ja. Ich habe Angst. Die ist echt ich hoch. Auch. Also ich hab einen richtig guten Unterschied. Lava. Aber der ist halt echt auch ein bisschen risky. Ja, bei ja. mir auch. Ich will halt nicht, ich baue die Lava erstmal zu. Obwohl ich die eigentlich für Obsidian ja schon gut gebrauchen kann. So, ab jetzt verliert jemand Herzen, wenn er stirbt. Zumindest ein Richtig. Format. Schonzeit ist vorbei. Wir haben aber auch ausgemacht, dass es so ist, dass wenn man einmal in der Folge stirbt, dann verliert man ein Herz und ist danach im Welpenschutzmodus. Das heißt, du wirst dann, wenn du nochmal stirbst, nicht nochmal du kannst nicht noch, also wenn du stirbst, wird dir kein Herz abgezogen, weil das wäre ja auch ein bisschen unfair, sich wieder darauf vorzubereiten und so weiter und so fort, ne? Ja. Zumindest halt eben im dann, in dem Part. Da könnten halt so Wichser wie Kai sein, die dann einfach sagen, ich mache ihn jetzt fertig. ja, man könnte sich auch quasi zum Spawn stellen und den halt immer wieder und immer wieder killen, bis er dann die Herzen verloren hat. Wisst ihr, was ich meine? Genau, das wäre genau. blöd. Das wollen Richtig. Wir nicht. Eigentlich immer noch dunkel, wird es langsam mal hell hier. Ich bin in einer Höhle. Ich habe jetzt auch gerade einen entdeckt, wo du das sagst. Ach, da war Obsidian, ich brauche unbedingt, ich muss mir das merken. Ich denke, ich habe immer so diesen Modus, wenn ich so Minecraft anfange, über diesen Modus erst ein Bett bauen zu wollen, aber es bringt ja gar nichts. Okay, das ist überall Obsidian. Wir werden niemals alle vier gleichzeitig im Bett sein. Das stimmt. Nein, wir werden nicht alle vier mal in einem Bett sein, oder? Das ist mir mein Traum, war zerstören. Ich wollte schon immer mal mit euch allen in einem Bett sein. Mir warst du schon mal in einem Bett. Ja, aber nicht mit allen zusammen. Weißt du, so eine schöne Gangbang? Hätte doch was. Ich bin gerade sehr gefährlich. Ich bin gerade in der Höhle. Meine Hungerleiste geht langsam leer. Ich habe nichts mehr zu essen und. Mit einer Rüstung sich mit Enderman anzulegen, wäre das schlau? Ja, guck ihn einfach nur an, das reicht schon. Ich weiß, dass er mich. So viel weiß ich, Mario. Ich weiß. Aber trotzdem, guck ihn einfach an. Bin ich dumm. Doch. Guck ihn einfach an. Mach's für den Unterhaltungszweck dieses Videos. Aha. Opfere dich. Ey, lass mal. Bin ich der Erste Gesicht. Sein, der drauf geht. Das überlasse ich dir, Bruder. Oh, das ist aber nett. Aber ich war der Erste, der drauf gegangen ist. Ja. Und ich kam ja danach. Ja, und ich kam noch gar nicht, bin ausdauernd. Oh. War schon witzig. Also ich muss sagen, es hat schon Unterhaltungswert gehabt, dass ich da einfach der Erste bin, der in so ein Loch plumpst. Also bei mir wird's halt eher, also bei mir lag's halt daran, ich war halt relativ weit von der Spinne weg, nur die hat mich trotzdem getroffen und ich bin gestorben. Ich hab kein Holz, ich brauche eine Crafting Box und ich bin mitten in der Höhle, das wird ja super. Ja, da gibt's wohl nur eins, wieder zurück an die Oberfläche. Wo war das denn? Das ist auch so eine Sache, die ich im Let's Play gelernt habe. Ich habe halt, wenn ich noch nicht viel Material habe, versuche ich immer eine Crafting Box und ein bisschen Holz mitzuhaben. Ja, ne, eigentlich habe ich immer Holz, aber ich glaube diesmal, weil ich anders gespielt habe, aber zum Glück habe ich einen relativ leichten Weg zurück. Ja, bei mir geht's auch eigentlich, also nicht das Problem. Ich habe jetzt ein bisschen Eisenerz gemacht, das ist richtig gut, oh mein Gott. War hier nicht auch irgendwo eine Crafting Box? Hab hui, hui, hui. Hingestellt. Nein, bin ich extra wieder nach oben gegangen? Wow. Also wer das gerade bei mir im Video sieht, der arme Hase, sage ich mal, der ist umschlossen von Lava, die an der Oberfläche ist. Ist das ein echter Hase? Oho, bestimmt. Ja, aber es ist so heiß. Das immer stimmt. noch. Ja, ich bin heute fast... Oh, es regnet. Boah, das... Jetzt wird mir einfach mal kühl, als ich gesehen habe, dass es hier regnet. Sehr schön. Bei uns kühlt es momentan ab, ich finde das gut. Das finde ich auch schön. Ja. Bei mir ist es sowieso, ich wohne am Rhein, bei mir ist es sowieso immer kühl. Oh, meine Batterieleistung lässt nach, aber das hält noch aus, glaube ich. Ja. Oh, das wäre so eklig bei Minecraft, mitten im Kampf, wenn die Batterie ausgeht. Ja. Das ist mir schon passiert. Ja, erzähl mal. Ich weiß zwar, dass es dir passiert, aber du darfst es gerne mal erzählen. Also, ich war halt in einem Vulkan, ich wollte gerade da dieses Obsidian, ne, Zeug holen. Und dann
Das ist einfach passiert. Ich war stand da, wollte das Obsidian abbauen, dann schießt mich ein Skelett an, ich falle in die Lava und mein Controller geht leer. Oh. Der Akku wird komplett leer. Aber, ne, ich hab dann Sachen gemacht, die vielleicht nicht so viel Ehre haben, wie ich habe. Hm. Einfach, dass es tot war, das Spiel neu gestartet und bin dann beim letzten Speierpunkt rausgekommen. Ach, das mache ich auch manchmal. Oh, was? Ihr seid solche Luschen, sowas macht man nicht. Ganz ehrlich, ihr seid bestimmt auch solche Leute, die bei Animal Crossing ausmachen, ohne zu speichern, weil ein Nachbar wegzieht oder weil irgendeine Scheiße passiert ist oder so. Einfach aus. Das wäre mir ja relativ egal. Hör mir relativ Gelaber an. Es gibt ja auch dieses, die Möglichkeit, hier Autospeichern und sowas zu machen, ne? Ja, da wäre ich auch eigentlich für. Ja, das Ding ist so, es gibt hier einen Bug in Minecraft. Und zwar, wenn du halt an einen Block stößt, der 3 Einheiten über dir ist. Mhm. Und du springst ihn an, fällst du quasi in den unterliegenden Stein rein, das zur Hälfte. Das heißt, du bist quasi zur Hälfte im Stein drin und halt reingebackt. Und wenn das halt ein Obsidian-Block ist unter der Lava, dann hast du halt wirklich Probleme so, ne? Ja. Das ist aber auch eine Möglichkeit, die musst du aber auch extra machen. Das ist halt echt, das passiert öfter, als du denkst. Ja, bei dir vielleicht. Bei dir kann ich mir sowas vorstellen. Das kann ich dass so, ja. Sowas bei dir passiert. Mhm. Also ich muss dazu halt sagen, dass ich bisher mit sowas noch keine Probleme hatte. Nur habe ich mir da halt gesagt, als das passiert ist, habe ich mir gedacht, ja gut, gönnst du dir halt einmal den Neustart. Weil es ist halt auch einfach ärgerlich, wenn du in der Höhle bist, ne? Du bist in der Höhle, so hast du gerade deinen ganzen Stuff zusammengeschustert und auf einmal bist du tot. Und du hast 10.000 Dias dabei. Und dann denkst du dir auch so, Bruder, tut mir leid, ne? Aber nehm ich nicht hin. Ich mach mir erstmal Rüstung. Oh, was denn? Was denn für welche? Eisen. Du Arschloch. Ach, warum? Ich hab sicher schon fertig. Ich auch. Ja, genau. Ich hab einen Teil von der Eisenrüstung. Das Zauberbuch hast du aus der Kiste. Ja. Genau, das hast du nicht erarbeitet. Du wurdest nur gepusht. Muss man das mal schaffen. Das stimmt. Ich meine, ich habe auch das Risiko des Spawners gewählt, also da habe ich es wohl irgendwie verdient, ne? Ja. Hast du diesen Kai? Ja, habe ich schon immer gehasst. Schon immer gehasst, ja. Ja, alle haben mich schon immer gehasst, ja. Schön. Also ich habe Kai am Anfang gehasst. Das ist nicht. Ja, ich konnte ihn auch nicht leiden. Discords zu Hitbox-Zeiten, ne? Ja. Also Pade schreiben mir am Anfang nicht. Ach, mein Eisen reicht nicht. Später ging's dann. Was ist denn das von dir? Den einzigen, obwohl Jake habe ich am Anfang ja nie viel mitgekriegt. Aber Mario habe ich halt von Anfang an geliebt. Ja. Aber ich am Anfang dachte, das ist schwul. Das dachte ich bei dir auch. Nein, das dachtest du nicht. Das ist gelogen. Ja, stimmt, ich wusste es. Wir hatten es ja vorher schon bei Lovu und Tinder und beliebige Dating-App einfügen. Dass ich solche Seiten noch nie benutzt habe. Ja. Gerade du. Wirklich? Ja, nötig. Nein. Ich hatte sowas nie. Ach so. Dabei sind deine Bilder, die du so hast, so prädestiniert dafür. Du bist wahrscheinlich auch noch jemand, der so deine alten Bilder in Dating-Profilen einstellt. Ich hatte bei WhatsApp ja schon, ne? Stimmt. Was denn? Mein WhatsApp-Bild habe ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr geändert. Oh, seit gefühlt 100 Jahren. Ja. Opfer. Würde ich auch sagen. Ob ihr das ändern würdet. Wofür soll ich das ändern? Ihr wisst doch, wie ich aussehe. Ja, gut, schon. Ja, dann würde ich es auch nicht. Ja, du hast schon recht. Will da nicht runter. Ja, ne? Das ist so eine lustige Schlucht, aber ich glaube, ich habe jetzt langsam keine andere Wahl mehr. Ich muss da, glaube ich, runter. Aber ich muss raus, ich brauche Essen. Bei mir war Gold, aber ich brauche Diamanten. Da ist Obsidian, dann verstecke ich mich erstmal im Nether. Da findet er mich nie wieder. Nein, aber Obsidian habe ich schon mal. Ich brauche Diamanten, damit ich mir so diese scheiß Sichel bauen kann. Ich habe mal so eine. Wofür brauchst du eine Sichel? Wo war das Gold denn jetzt?
Ich habe mal eine Frage an euch erfahrene Minecraft-Spieler, ne? Mhm. Ist es eigentlich öfter so, ich glaube, das habe ich Kai schon mal gefragt, aber er wusste, glaube ich, doch keine Antwort. Ja. Ist es eigentlich so, dass Diamanten öfter unter so Wasserfällen in der Höhle spawnen? Nein, die haben halt die spawnen bei einer gewissen Höhe, das nennt man Lava-Höhe, also gerade da, wo diese Lavabecken sind, da sind die öfters. Da halt war Lava, als ich es weggemacht habe, aber ich bin nicht, zum Glück war ich eine Ebene oben über mir. Ja, die Sache war aber halt, bei mir war halt, es waren zwei in derselben Höhle, in zwei Orten, einfach unter so einem Wasserschwall waren halt Dias, ne? Das sind nicht gerade wenige. Deswegen habe ich gedacht, okay, vielleicht sind die da öfters. Weiß man ja nie, ne? Ja. Weiß man nie. Ah, und da ist dieses blaue Lapis Lulli. Lapis Lazuli. Oh Gott, ich bin bei einer Mine, oh Gott. Oh. Alter. Sind da nicht auch Fledermäuse, die einen angreifen? Ich dachte mir, warum leuchtet das da hinten so? Ist das Lava? Nee. Aber Minen sind nicht irgendwo da, wo oft Diamanten sind? Ich habe da eher das Gefühl, dass da eher Smaragde sind, aber... Oh ja, das kann auch sein, weil ich glaube, das würde ja von der Logik her Sinn machen, ne? Da, wo ist Leute... Ist Jake in der Nähe bei dem Dorf gewesen? Ja. Ja. Warum? Kann das sein, dass es damit was... oder? Dass damit was zu tun hat, ja. Vielleicht schon langsam Sorgen machen. Ich meine, du könntest ja an sich auch mit den NPCs verhandeln. Haben die nicht auch mal Smaragde? Ich hab noch nie mit so einem NPC geredet, das macht mich traurig. Kannst auch nicht reden, also du klickst sie halt an, da haben wir halt so ein Tauschfenster und das, naja, ne? Wer ist das nicht? Ja. Und dann sagen die, ey Bruder, willst du was haben? Ja. Bruder, ich hab den feinsten Stoff für dich. Schon 10.000 Sachen verpasst. Ich hab alles da, Gras. Lass uns eine Friedenspfeife rauchen. Kann alles besorgen. Nein, darunter ist Lava unter dem Eisen. Wie kriege ich das denn jetzt? Oh Gott. Wo kommt der denn jetzt her? Da los? Das Eisen lasse ich da mal lieber. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Sag ich auch mal zu Kevin. Hier. Aber geht mir trotzdem an die Wäsche? Oh Gott. Wenn ihr alle im Höhlengeschäft seid, würde ich sagen, nehme ich dir noch das Ganze in Kauf und geh mal raus und hey, was ist das denn? Ich muss mal mit Mario privat schreiben, dass wir uns mal ein bisschen verbünden. Hä, was? Es ist gerade übrigens passiert. Ich bin gegen einen 3 Einheiten über mir stehenden Block gesprungen. Oder unter ihn. Und bin halt... Ich hab Angst, dass hier Lava ist. Ich sag aber nur eins. Wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass Kai jetzt so noch... Also Kai muss mindestens unter die Top 2, weil sonst guckt das Projekt keiner mehr. Es ist schon wieder passiert. Ja, Heili, hast du recht. Ich weiß, dass ich recht habe. Ein Creeper! Und ich würde niemals der sein wollen, der Kais letztes Leben nimmt. Das kriegst du nach Todesdruck. Ja. Du hast Kai getötet. Oh, der ist erst explodiert und der hat mich auch getroffen, aber ich lebe noch. Aber das ist gerade eben halt passiert. Probier das mal aus. Springt mal unter einem Block. Ja, dann sowieso, wenn man es ausprobiert, Kai. Ja, aber ohne Witz. Ich habe ja gerade eben auch Schaden gefressen, weißt du? Das ist ja auch nicht gut für mich, weil ich habe jetzt wieder Hunger verloren. Also ich habe jetzt wieder halt meine Hungerleiste verloren. Warum machst du das denn auch? Das passiert einfach so, unabhängig. Wie, erklär mir nochmal, was du genau tun musst, also, damit das passiert. Du hast halt so ein... Du bist ja gerade in der Höhle, oder? Yes. Genau. Dann guck doch mal, dass da so ein Block ist, der halt 3 Einheiten über dir ist. Zähl mal die Blöcke als Einheit. Und der dritte Block, von wo du gezählt hast, vom Boden. Da musst du gegenspringen, dann knallst du in den Boden rein und backst dich da rein. Also wie? Also ich habe 3 Blöcke, die über mir sind. Also du, guck mal, du hast bestimmt irgendwo eine Wand. Ja, von der Wand an. 3 Stück, genau, 1, 2, 3 und dann... Oben, und wenn da irgendwo so ein Block ist, der da runter guckt, dann musst du da gegenspringen, während du rennst und dann... Wie viel Schaden nehme ich? Es kommt halt darauf an, wo du landest. Also wenn du halt so ganz standardmäßig da runter ratterst, sollte eigentlich nichts passieren, aber wenn da halt irgendwie ein Obsidian-Block ist und da ist auch Lava und so, dann würde ich dir nicht empfehlen, das zu machen. Ladies, wir sind übrigens mittlerweile bei 14 Minuten. Also bei mir geht das nicht, Kai. Ich probiere es gerade mal. Ja, ich sag dir das irgendwann, also immer in Gameplay oder so. Das heißt, ne, ihr seid... Ich hab's jetzt auch nochmal mit 2 probiert. Nach Hause gehen wollt, geht nach Hause. Achso, wie viele Minuten haben wir denn noch? Ja, noch. 4, ne? 6 meine ich. Ah, ja, das ist ja noch ein bisschen. Jawohl, ja. Kann ich noch den Redstone hier abbauen? Blutsauge. Wir haben noch ein bisschen Zeit, ihr Blutsauge. Wow, wie eng verschlossen die Truhe war.
Eine Truhe, ich will auch sowas finden. Schade, jetzt hatte ich schon echt gedacht, das wäre ein goldener Apfel, der sogar verzaubert war, aber es war leider nur normaler. Schade. Ah. Aber was bist wie viel Experte bist du eigentlich in Minecraft, Jack? Ich kann das bei dir halt nicht einschätzen. So ein bisschen. Ein bisschen. Sagen niemand ist so viel Experte wie ich, ne? Ich baue hier teilweise so gefährlich. Das gefällt mir aber erst tatsächlich, die Mine sei total winzig, aber nö, ist ja doch noch ein bisschen weiter. Oh, ich muss halt sagen, dass ich langsam drin bin. Also langsam bin ich wirklich gut drin. Irgendwas weggeschmissen. Ah, da. Okay. Also bei mir ist es so, ich habe jetzt gerade nur noch einen Hungerbalken und der geht gleich leer. Mhm. Ich hab zum Glück schon was zu essen, aber ich würde das ganz gern im Ofen schmeißen, bevor ich das esse, weil fuck Gott, jetzt ist es passiert. Was ist passiert? Bist du tot? Nein, sonst wirst du es ja sehen. Ich habe meine Hungerleiste geleert und. Achso. Oh, jetzt verlierst du Energie. Jetzt würde ich ganz schnell in Sicherheit gehen. Ich finde das also, blöd, bei mir, wo ich bin, sind recht wenig Tiere, also fast gar keine. Mhm. Ja, muss halt immer rausgehen und Essen fahren. Da waren so ein paar Rinder und so und. Gott. Also im nächsten Part werde ich auch rausgehen müssen. Meine Hungerleiste ist noch voll, aber ich habe nichts mehr zu essen. Kann man noch Zuckerrohr essen? Dieses Zuckerzeug? Ich glaube nicht. Doch nicht. Das sind alles, der Typ, der Minecraft gemacht hat, ist ein sehr, sehr gesunder Typ. Aber er war anscheinend kein Veganer, weil man Fleisch essen kann. Ja. Vor allem ist es doch irgendwie, ich weiß nicht, ob es unmöglich ist, das Spiel zu beenden, wenn man Veganer ist und vegan spielt. Ja, ne? Das kriegt ja voll an der Challenge, ey. Minecraft Vegan Edition. Ich bin schon wieder zu weit oben, um Diamanten zu finden. Hier ist wieder Eisen. So ein Veganer. Das sieht auch sehr seltsam aus. Bleib wie Adler. Yep. Tut ihr eigentlich mal dieses Side-Mining, oder wie das da heißt? Kennt das jemand? Dieses, wenn du dich in einem Tunnel gräbst, geradeaus, und dann einfach immer eine Armlänge quasi, wie weit du bauen kannst, so dich einbaust und dann die andere Seite und dann zwei weiter. Das effiziente Abbauen, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Es ist relativ effizient, weil du dann die Blöcke immer siehst, weil wenn du zwei Stück auslässt, siehst du ja quasi immer den Block neben dir und im Nebentunnel siehst du ja den anderen Block daneben, rein theoretisch. Mhm. Wie hieß das denn nochmal? Weiß bestimmt einer in den Kommentaren, das hieß irgendwas mit Side-Mining oder so. Noch eine Truhe, was ist denn das hier? Ach, schade, da ist aber fast hier, nichts Tolles. Ich bin hier einfach viel zu ordentlich. Ja, ich mach, wenn ich hier aus meiner Höhle rausgehe, mache ich die halt größtenteils noch zu. Armenschild. Damit ja nicht jemand draufkommt, dass du in dieser Höhle drin bist. Genau. Ihr Blutsauger, ihr nehmt mir sonst alles weg. Ja. Okay, ich hab jetzt noch ein Steak. Ich habe noch im anderen Ofen noch so ein Lammkotelett. Eine weitere Höhle. Lammkotelett? Ja, und ich habe mir noch irgendwie, ich habe gerade eben ein Ei geworfen. Dieses Ei wurde zu einem Huhn, als ich es geworfen habe. Also so ein kleines Mini-Hühnchen halt, ne? Also so ein Küken. Na, es können Hühner entstehen. Ja, klar. Ja, klar. Okay. Wer hätte das gedacht, ne? Dass aus einem Ei ein Huhn entsteht? Also ich meine, aber es ist nicht gerade logisch, dass wenn du ein Ei wirfst, dass daraus ein Huhn entsteht. Tut mir leid. Ja, irgendwie das, aber ja, im übertragenen Sinne, Ei. Du musst es ja auch irgendwie loswerden. So, die lasse ich da, damit ich da auch noch hingehen kann. Ah, oh, hier ist so viel. Was ist die Höhle groß? Ich muss jetzt. Ich geh jetzt mal. Dann scheiße. Noch weiter. Was passiert, wenn man krank ist? Stirbt man dann? Vergiftet, ja. Oder? Ich glaube. Hast du Zombiefleisch gegessen? Ja. Nee, dann nicht. Nee, das geht schnell weg. Ich glaube, es ist irgendwie Hunger oder so, was du da kriegst. Also es ist irgendwie so eine Hungerleiste, oder? Ja, das ich weiß ich genau, das wird so ein Hungergift oder ich weiß es nicht. Es geht aber relativ schnell. Ich hab's halt gemacht, weil da steht kann, nicht dass es muss. Das genau, richtig, das ist halt eine Chance. Genau. Deswegen dachte ich YOLO. Okay. Aber ich muss mich da jetzt noch runter, nee, das mache ich im nächsten Part. Ich baue hier erstmal das Eisen ab. Ja. Ich habe schon für den Part Ende vorbereitet, mich schon so ein bisschen eingeschlossen, um was zu produzieren. Ich habe auch einen perfekten neuen Höhleingang gefunden jetzt. Wie im letzten Part vor der Lava. Wollte ich ihn jetzt nochmal. Was? Ich habe noch nicht, ja. Ich habe noch kein einziges Mal Lava gefunden, aber ich denke, das wird im nächsten Part dann, wenn ich dann mit gestärkter Seele rausgehe. Also mir ist genug Lava, würde ich behaupten, nur ist es halt, müsste ich dann halt komplett ganz nach unten. Und dafür habe ich zu wenig Essen und sowas, weißt du, dann muss ich noch ein bisschen vorbereiten. Ich bin auch erst da runter. Naja, egal. Jetzt bin ich noch nicht so ganz. Oh Gott, geheuer. Hier war ein Geräusch!
Ein Geräusch. Als wenn so eine Hexe steckt oder so in der Nähe ist. Ich baue mich ein. Ja, nicht dieses komische auf Holzknarzen irgendwie. Nee, nee, es war schon wirklich so eine Art, weiß ich nicht. Was ganz Ekliges auf jeden Fall. Hatte ich ein Geräusch erschreckt. Ja. Ein Geräusch hat mich erschreckt. Warte mal, wenn ich doch jetzt hier bin, dann kann ich mir doch noch die hier nehmen. Dann kann ich mir doch schnell auf die Schnelle noch einen Bogen machen, genau. Weg für Selbstgespräche. Ja. Aber kann das Huhn jetzt bitte mal auswachsen? Ich will es umbringen, damit ich Hühnerfleisch bekomme. Aber meine Freunde, ihr werdet es kaum glauben, aber die 20 Minuten sind jetzt um. Oh krass, okay. Okay. Deswegen würde ich sagen, das war's mit dem Part. Oh nein. Okay. Aber geht weiter im nächsten Part. Wer hätte das gedacht? Ich muss das so wie eine Blümchen-Geschichten-Erzähler anhören. Hallo, meine Freunde. Nein, auf jeden Fall Kai, du hast das letzte Wort. Ich habe das letzte Wort. Du hast den Fame. Weil ich Backup bin. Gut, mit vielleicht den ersten Ton geht's am nächsten Part weiter. Haut rein. Ciao. Bye-bye. Tschüss.